Ein monumentales Hallo an alle Make-up-interessierten Kreaturen. Hi, mein Name ist Mickey Monumental, Make-up-Artist und Beauty-YouTuber aus Österreich, aus Wien. Willkommen auf meinem nicht gesponserten, rabattcodefreien Beauty-YouTube-Channel. Hast du heute genug Flüssigkeit zu dir genommen? Ich wollte heute eigentlich passend zum T-Shirt eine Coca-Cola trinken und ich hätte auch schwören können, ich habe eine 2-Liter Flasche noch irgendwo zu Hause, aber ich finde sie nicht. Wie dem auch sei, heute testen wir was Scharfes. Du hast den Titel des Videos gelesen, das heißt, du weißt, wieso du hier bist. Es gibt ganz neu von Essence draußen What the Fake Extreme. Klingt gut, klingt vielversprechend, klingt auf jeden Fall sehr ansprechend. Sonst hätte ich mir Opfer das Ding natürlich nicht gekauft, nachdem der Vorgänger, Video dazu gibt es auch, nicht so gut war. Aber hey, ich bin ein Opfer, es ist Lip Plumping, es ist eine Chili drauf und es steht Extreme. Marketingkampagne sieht cool aus, das Ding wird so hier promoted. Es ist rot, es ist eine Chili drauf. Das Ding hat gekostet 2,99 €, also rund 3 Euro. Ist nicht so schlimm, es ist Essence, wir wissen, Essence ist günstig. Das Ding nennt sich What the Fake, Rufzeichen, Extreme Plumping Lip Filler with Chili Extract. Zusätzlich haben wir hier noch einmal Vitamin E und Hyaluronsäure. Finish Tinted Finish. Hä? Nein. Ups, sorry. Shiny Tinted Finish. Inhalt ist 4,2 Milliliter. Oh, wir haben hinten Prozentzahlen. Ich liebe es, wenn Firmen mit Prozentzahlen um sich schmeißen. 94% bestätigten einen aufgepolsterten Effekt. 92% bestätigten voller aussehende Lippen. 94% bestätigten, dass das Produkt die Lippen nicht austrocknet. Okay, gut, die Info braucht keiner. 96% bestätigten einen verschönernden Tinting-Effekt. Der Tinting-Effekt ist mir scheißegal. Ich will einen Plumping-Effekt. Es ist rot, rosa, rot. Muss nicht sein, aber okay, wenn es wirklich genial Plumping ist, wenn das die Lippen des Todes aufpolstert, ist es mir recht oder ist es mir egal, dass es rot ist? Ich zweifle es aber. Ganz ehrlich, wenn hier steht What the Fake, Rufzeichen, Extreme, Plumping Lip Filler, eine Chili ist aufgemalt und auf der Chili steht With Chili Extract. Ich erwarte mir hier heute verdammt viel. Wo ist das Ding jetzt hingeflogen? Bilde ich mir das ein oder riecht es würzig? Ich glaube, das bilde ich mir ein. Okay, ich habe nichts auf der Lippe drauf, offensichtlich. Cheers. Es kribbelt schon. Es schmeckt scharf und bitter. Es schmeckt scharf. Meine Zungenspitze brennt. Warten wir ein paar Minuten, okay? Es ist zu rot für meine Verhältnisse. Es ist, also das ist kein Natural Finish, das ist ein rotes Finish offensichtlich. Das heißt, als Typ könntest du eher nicht damit rumlaufen.
Geschmackssache natürlich. Ich meine, es sieht hübsch aus, aber ich bevorzuge es doch transparent. Und wie gesagt, also abschlecken ist abschlecken ist keine gute Idee, weil es im Mund drinnen auch brennt. Auf der Zungenspitze spüre ich es ganz besonders und jetzt hinten im Rachen auch. Nicht gut. Wenn es auf den Pappen selber drauf prickelt, brennt oder kribbelt, cool, geil, ich mag das Gefühl. Im Mund drinnen muss nicht sein. Das Ding ist, man kann gar nicht sagen, ob sie jetzt durchblutet sind, weil sie sind rot, weil das Produkt rot ist. Also ich würde jetzt auch gar nicht sehen, ob die durchblutet sind, weil das Produkt ja von Haus aus rot ist. Weißt du, was ich meine? Wenn ja, ein bisschen was macht's schon, aber ich wünschte, dass das Transparente, dass das alte What the Fake so stark wäre wie dieses, aber eben nicht rot getönt. Extreme, wo wird's denn die Schachtel hin? Unter Extreme habe ich mir wirklich, also wenn Extreme draufsteht, erwarte ich mir Extreme und das ist es nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass nicht viele den rot durchbluteten Look haben wollen. Die meisten von uns wollen ja Nude oder Natural oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein Tick besser als wie das. Minuspunkt, weil es rot ist und Minuspunkt, weil es im Mund drinnen auch brennt. Und ganz ehrlich, nachdem von Catrice und Essence, soweit ich was gehört, zusammen, das ist unter einem Konzern. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, nachdem ich weiß, dass das von Catrice hier, das ist auch mit Hot Chili Extrakt, nachdem das hier wirklich so gut ist und funktioniert und eben, das sieht zwar rosa aus, aber es ist nicht so rosa. Ich finde, wir haben schon einen ziemlich guten Deal. Ehrlich gesagt ist das sogar das Beste in der Drogerie in puncto Lip Plumping oder Lip Boosting Produkte. Deswegen sind das hier... nee. Kauf dir das. Kauf dir von Catrice Voluminizing Extreme Lip Boost. Er macht mehr und er ist nicht rot gefärbt. Sorry, Essence. Es ist nett. Es ist keine Katastrophe. Es ist kein Fail, aber wenn ich mir ein Produkt kaufe, wo drauf steht Extreme und eine Chili drauf ist und Plumping drauf steht, erwartet man sich schon, also man weiß schon, dass es nicht funktionieren wird vorab, nicht zumindest, aber man erwartet sich schon irgendwo eine Überraschung, wäre geil, wenn das irgendwie Uhr aufboosten würde, es wäre schon geil. Nee, also wie gesagt, ich glaube 2,99 und ich glaube, das ist 3,49, spar dir die 50 Cent bei dem und kauf dir gleich das, weil es ist besser und es ist nichts. Rot gefärbt. Okidoki, ich hoffe, mein Feedback hat dir irgendwas gebracht. Entweder ich habe dich motiviert, dass du dir das Ding kaufst, oder ich habe dich motiviert, dass du es dir nicht kaufst. Whatever. Sei so nett, lass ein Like da. Ein Like ist immer cool. Auch gerne ein Abo und ein Kommentar. Ich bin ein kleiner YouTuber, ich bin am Arsch der Welt. Ihr kennt die Story schon. Support ist kein Mord, also sei so human. Falls du das alles schon gemacht hast, danke dir, du bist richtig geil. Irgendwie, wenn ich hier sitze und so einmal anfange, denke ich mir, ich will mehr. Ich habe so viel Scheiße am Tisch und wenn ich hier einmal sitze und das ganze Make-up vor mir habe, denke ich mir, experimentieren wir. Alrighty, ich verschüsse mich wieder. Ich habe keine Ahnung, wann du dir dieses gestörte Video von mir anschaust. Sollte es tagsüber sein, wünsche ich dir einen sehr monumentalen, einen sehr gesunden und einen sehr erfolgreichen Tag. Sollte es Abend sein oder kurz vorm Schlafen gehen, wünsche ich dir einen monumentalen Abend, monumentale Träume und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye! Das ist schon. No.